herzlich willkommen zum Podium zum Thema Wohnen 2048. Wir sind sozusagen das erste Strangpodium, habe ich gehört, und mein Name ist Lina Hurlin. Ich habe hier vier spannende Gäste und wir beschäftigen uns damit, wie wir 2048 wohnen werden. Wird es wie in dem Titel keinen Markt, keinen Staat und keinen Mietvertrag mehr geben oder wie läuft das eigentlich alles? Die Ansätze, die hier, also die ihr vier mitgebracht habt, sind alle sehr unterschiedlich. Ich bin da total gespannt auf die Diskussion und würde das so machen, dass ich alle erstmal einzeln anmoderiere und euch die Frage mit auf den Weg gebe. Die können natürlich auch alle, die vor den Laptops sonst wo sitzen, sich selbst stellen, wie ihr 2048 eigentlich wohnen wollt. Wer sitzt da irgendwie am Küchentisch? Wer hat gekocht und wie sieht das da aus? Ich fange an mit Christoph Strünke, der seit 2002 im Ökodorf Siebenlinden lebt und arbeitet. Er baut dort mit knapp 150 Leuten, so steht es zumindest auf der Website, kannst ja nochmal sagen, ob das noch stimmt. Sie bauen dort in Sachsen-Anhalt eine Dorfstruktur auf, bei der die Natur im Fokus steht und er versucht gemeinschaftlich zu leben und dabei aber einen möglichst kleinen, jetzt bin ich hier irgendwie rausgeflogen, so möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Das klingt schon so, Christoph, als würdest du deine Utopie für 2048 schon leben. Ist das so? Willst du uns einfach deinen Küchentisch beschreiben oder was stellst du dir da für die Zukunft vor? Naja, 2048, das ist interessant, da bin ich 79 Jahre alt, wenn ich dann noch lebe, was gut sein kann. Ich sehe das gerade an einem Mitbewohner, der 81 Jahre alt ist und hier im Ökodorf Siebenlinden mitwohnt und den ich mit einem Team von 5, 6 Leute gerade so begleite, dass er, weil er nicht mehr alles selber alleine machen kann, also sich selber zum Beispiel nicht mehr anziehen kann, auch nicht mehr alleine zum Essen gehen kann. Und wer weiß, wie es mir geht, aber es kann sein, dass ich dann, ich wohne derzeit im ersten Stock in einer 5er-WG hier im Ökodorf, dass ich dann vielleicht im Erdgeschoss wohne. Und ich hoffe, dass ich weiter in einer WG wohnen kann, wo einfach ich entweder komplett meiner physischen Kräfte noch leben kann und entsprechend mein Leben hier leben kann oder halt eben auch sonst anteilig, was auch immer notwendig ist, dort versorgt werde. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt in den 18 Jahren, die ich hier wohne, gemacht habe, immer wieder, dass Menschen, wenn sie alt werden, krank werden, hier eigentlich ziemlich easy und ziemlich viele Menschen dort auch aktiv sind, dann die Person auch mit unterstützen, mit dem, was es einfach in dem Moment braucht. Und genau, also ich denke schon, dass ich, so wie mein Typus sozusagen ist, eher gerne weiter in WG wohnen möchte, auch wenn ich deutlich älter bin als heute. Aber das wird sich natürlich zeigen und vielleicht braucht es dann auch eine andere Wohnform für mich. Aber schon eher auf jeden Fall im Ökodorf Siebenlinden, ja. Okay, also Christoph ist schon ganz nah an seiner Utopie dran. Es geht nur noch um ein Stockwerk und du hast auch die Frage Care aufgebracht, das gibt es ja auch einen ganzen Strang zu, das ist natürlich total eng damit verwoben, worüber wir hier reden. Ich möchte nun aber erstmal abgeben an Stefania Koller, die ist Architektin und Stadtplanerin, aber vor allem Teil der Initiative Neustadt Schweiz, deswegen ist sie auch heute hier, die sozusagen das Dorf von Christoph in die Stadt holt und sich mit Nachbarschaften beschäftigt. Nachbarschaft sieht sie so als oder seht ihr als Einheit von ungefähr 500 Personen, so habe ich es gelesen. Kannst du ja vielleicht noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, wie ihr auf diese Zahl kommt, die auf einem Hektar, das ist gar nicht so viel für 500 Leute, mit kurzen Wegen leben, arbeiten und vor allem aber auch sogenannte Commons, also Gemeingüter teilen. Da geht es dann um Selbsthilfewerkstätten, Werkzeugverleih und große Küchen, Gemeinschaftsräume, so habe ich das verstanden. Bei Stefanias Projekt Neustadt Schweiz geht es nicht nur um so ein Pilotprojekt, also nicht nur um einen Versuch, sondern vielmehr um die Planung einer enkeltauglichen Zukunft, so nennt ihr das. Also ihr beschäftigt euch ganz viel damit, wie es eigentlich weitergeht mit dem Wohnen in der Stadt. Ja, Stefania, wie sieht es bei dir aus 2048? Werden diese 500 Leute mittags alle in Festival-Atmosphäre zusammen essen oder kocht jede ihr eigenes Süppchen? Wie wird das ablaufen? Danke für die gute Vorstellung. Da waren jetzt gleich ein bisschen viele Fragen schon drin. Also du hast das sehr gut erklärt. Genau das machen wir und für das setzen wir uns ein.
Ich sage jetzt, ich habe mir das überlegt, wie ich 2048 wohnen werde. Ich spreche jetzt einfach aus meiner Perspektive. Natürlich als Vertreterin von Neustadt Schweiz und auch mit dem Wissen darum, dass ich mir eine solche Zukunft wünsche und durchaus vorstellen kann. Ich denke, ich wohne immer noch in der Stadt. Das ist für mich ganz klar. Ich werde noch viel mehr Dinge in meiner Fußdistanz haben. Also was mir sofort auffällt, wenn ich darüber zu sprechen beginne, wie wohne ich 2048, ist, du hast den Küchentisch angesprochen. Und bei mir springt der Gedanke eigentlich sofort auf die Straße raus. Also ich meine, natürlich werde ich nach wie vor in einer Wohnung wohnen. Ich denke, die wird viel kleiner sein, vielleicht in einer Gemeinschaft, vielleicht in einer WG von einer kleineren Größe, von einer größeren Größe. Ich werde vermutlich noch weniger eigenes Material besitzen, viel mehr teilen, so wie zum Beispiel auch einen Kühlschrank. Das kann ich mir gut vorstellen, dass ich nicht mehr so eine Riesenmaschine bei mir in der Wohnung habe, wie das jetzt der Fall ist, sondern vielleicht, wenn überhaupt, nur etwas sehr Kleines. Und dann im Erdgeschoss von meinem Haus so einen großen Kühlraum, den wir uns alle teilen in der Nachbarschaft. Das heißt grundsätzlich weniger, auch im Wohnraum, weniger privat, mehr teilen. So sehe ich das ein bisschen. Was ich nicht mehr sehe in dieser Zukunft, sind die Mengen von, wie sagt man so schön, mobilisiertem Individualverkehr, der zurzeit unsere Städte blockiert. Wie gesagt, alles viel mehr in Fußdistanz. Wir sind zu Fuß mit dem Velo unterwegs und generell ist der Sinn für Gemeinschaft noch viel stärker in meiner Nachbarschaft, als er es heute schon ist. Also ich denke, zu gewissen Punkten lebe ich schon in eine Richtung. Ich bin noch sicher noch nicht so weit wie Christoph. Aber gewisse Punkte lebe ich schon so, wie ich mir das vorstelle. Andere, ja, das braucht halt mehr Zeit und ja, mehr, wie soll ich sagen, Faktoren, die mit hineinspielen, bis es dann irgendwann so weit ist. Aber ich bin auf dem Weg. Ganz kurz zur Erklärung, vielleicht plant ihr auch selber gerade ein so eine Nachbarschaft oder geht es da um eine theoretische Modellentwicklung? Es geht eigentlich, also vielleicht kann ich ganz kurz ausholen, ich versuche nichts zu lang zu machen, weil wir sind ja hier, um zu diskutieren, aber also Neustadt Schweiz ist ja eigentlich so eine Fusion aus, ich sag mal, der Häuserbesetzerszene aus den 80er Jahren, mit der Genossenschaftsszene aus den 90er Jahren. Also da gab es Leute, Menschen, Überschneidungen, die haben sich irgendwann zusammengetan und gesagt, wie können wir aus dem, was bis jetzt passiert ist, lernen? Und dann hat man versucht, so langsam ein Modell zu entwickeln. Das ist eben dieses Nachbarschaftsmodell, von dem du jetzt gerade schon gesprochen hast, mit diesen vollen 500 Menschen und so weiter und so fort. Und die Idee ist eigentlich nicht, dass wir selber aktiv etwas planen, sondern dass wir helfen, eigentlich fruchtbaren Boden zu bereiten für all die, die etwas anpacken wollen und etwas umsetzen wollen. Weil wenn wir uns zu fest in ein Projekt reingeben würden, dann hätten wir nur noch Energie und Zeit für das. Ich denke, jeder und jede, die schon mal so etwas angerissen hat, kennt das. Sobald du dich selbst reingibst, hast du keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Und deshalb ist es auch bewusst ein Verein, und keine Genossenschaft. Wir sind ein Verein, wir sind ein Diskussionsforum, wir verbreiten Wissen, wir diskutieren, wir informieren, wir versuchen zu verbinden. So sehen wir eigentlich unsere Rolle. Also bewusst außerhalb, nicht selbst agierend. Das heißt aber nicht, also dass ich glaube, jede und jeder von uns ist irgendwo in einer Genossenschaft, in einer Initiative mit dabei. Und versucht so, das irgendwo auch umzusetzen. Aber wir als Verein machen das eigentlich nicht. Das ist mehr wie fruchtbaren Boden bereiten für und Lust machen am Wandel. Also das, so sehen wir ein bisschen unsere Rolle. Ah ja, okay, ihr seid also die Vordenkerin der Zukunft sozusagen. Mary hat gerade, das habe ich gesagt, ja. Ich nehme es auf meine Kappe. Mary hat gerade genickt, als es darum ging, wie es eigentlich ist, wenn man in so einem Projekt drin hängt. Mary Lützing ist Beraterin fürs Mietshäuser-Syndikat. Das ist ein Zusammenschluss von insgesamt, ich habe nochmal nachgeguckt, 158 Hausprojekten, das werden ja immer mehr, bundesweit. Und es geht vor allen Dingen um ein Rechtsformkonstrukt, was es unmöglich macht, dass diese Häuser wieder verkauft werden können. Ne? Anders als wenn man es bei einem einzelnen Verein macht. Genau.
Du lebst auch selber in so einem Syndikatsprojekt und das Mietshäuser-Syndikat mischt sich ja relativ wenig in diese Gesamtstruktur ein, also wie sich ein Zusammenleben gestaltet. Und das kleinste Projekt hat, glaube ich, 5 Bewohnerinnen und das größte 280. Das ist ja eine ziemliche Spannbreite und wahrscheinlich auch ziemlich unterschiedliche Entwürfe des Wohnens und Zusammenlebens. Hast du trotzdem eine Utopie, wie es 2048 aussehen soll, für alle oder vor allen Dingen auch für dich? Also 2048, da bin ich dann auch 68 Jahre alt. Das heißt, ich muss mir dann auch schon langsam, irgendwann mal Gedanken machen, wo ich da eigentlich hin möchte. Meine ganz persönliche Utopie ist natürlich weiterhin in einem selbstverwalteten Zusammenhang zu wohnen, auch sicher zu wohnen, was im Mietshäuser-Syndikat ja auch der Fall ist. Auch 2048 werden alle diese Häuser noch dem Markt entzogen sein. Das heißt, alle Menschen, die in den Häusern leben, bestimmen selbst, was darin passiert, außer über den Hausverkauf, weil der ist ausgeschlossen durch das Rechtskonstrukt, was drumherum gebildet ist. Ich fand es ganz schön, Stefania, dass du gesagt hast, ihr kommt auch aus der Hausbesetzer-Szene und der Genossenschaft-Szene dann, die sich so ein bisschen miteinander vermischt hat. Das ist beim Mietshäuser-Syndikat ja ganz ähnlich, außer mit der Genossenschaft. Es kommt aus der Hausbesetzer-Szene und es wurde versucht, eben was zu finden, was da nicht Genossenschaft ist, weil auch in der Genossenschaft wieder privatisiert werden kann. Genau, und wir haben aber mal den Genossenschaftspreis gewonnen. Aber zurück zur Utopie. Ich stelle mir eher so was vor, wie Christoph beschrieben hat, auch eher eine dörfliche Region, weil die Stadt, die wird mir, also gerade Leipzig, wo ich lebe, die wird ganz schön voll. Und das kann ich mir, glaube ich, nicht mehr lange vorstellen. Deswegen bin ich auch jetzt schon auf der Suche, da eher in ländliche Regionen zu schnuppern und zu gucken. Und ich finde, so eine Vorstellung von selbstverwalteten und selbstbestimmten Wohnen eher an der Stadt dran, eine ganz schöne Vorstellung. Aber eben immer mit dem Ziel, sicher zu wohnen, nicht von Spekulation betroffen zu sein und das alles selbst bestimmen zu können, wie ich wohne, wie ich das Zusammenleben gestalte. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auch bei uns hier im Haus, dass wir alle Entscheidungen gemeinsam treffen und auch Konflikte miteinander austragen und so aber unser Leben immer besser gestalten können. Das ist nicht immer einfach, das ist sehr anstrengend zuweilen, aber eben sehr, sehr lohnenswert. Genau. Soweit erstmal. Danke auch an dich. Dann kommen wir zu unserem vierten Redner. Der plant gar kein Wohnprojekt, sondern eine Enteignung im großen Stil. Husbeh Tahiri ist Pressesprecher für Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Und Co. steht, glaube ich, für ganz viele andere Immobilienriesen. Mit einem Volksentscheid basierend auf Artikel 15 des Grundgesetzes will die Kampagne 240.000 Wohnungen von Immobilienkonzernen vergesellschaften. Husbeh, wirst du 2048 mit Michael Zahn, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Wohnen, am Küchentisch sitzen und darauf zurückblicken, wie er nur so dumm sein konnte, mit Wohnraum Profit zu generieren, oder wie wird bei dir gewohnt werden? Also, ich hoffe, dass ich da nicht mehr mit Michael Zahn was zu tun habe, sondern er der Geschichte angehört als Vorstandsvorsitzender von Deutschen Wohnen. Persönlich kann er ja machen, was er will. Aber ich muss zugeben, ich bin überzeugter Großstädter und Berlin ist die kleinste Stadt, in der ich jemals gelebt habe. Und da möchte ich auch nicht raus. Ich hoffe, ganz konservativ, ich hoffe, dass ich in meiner Wohnung bei einer Genossenschaft noch ganz lange leben kann. Und versuche aber das, was ja auch vielfach gesagt wurde, dass innerhalb dieser Genossenschaft, obwohl es eine ältere, aber mal etwas konservativere Genossenschaft ist, annähernd zu verwirklichen, nämlich versuche, meine Freundinnen und Freunde darüber zu überreden, hier möglichst einzuziehen in die Nähe, so eine Struktur zu schaffen, wo viele soziale Beziehungen auf kleinerem Raum möglich sind. Und das ist auch, glaube ich, dauerhaft für mich die richtige Lösung. Aber ich hätte gerne schon eine Stadt, wo es nicht nur für mich möglich wäre, sondern für viele andere, die verschiedensten Lebenskonzepte zu realisieren. Und ich hoffe, dass im Jahre 2048 in Berlin, aber auch woanders, viele verschiedene Wohnformen gibt und
solche Formen wie Wohngemeinschaften, Generationenwohngemeinschaften, gemeinschaftliches Wohnen auf jede Art nichts mehr Exotisches ist, sondern selbstverständlicher Teil des Lebens ist. Und dafür brauchen wir aber eine grundlegende Änderung. Hier Mary von der Mietshäuser-Syndikat hat ja erzählt, wie anstrengend das ist. Ich kenne ja auch die Kolleginnen und Kollegen, die hier beim Mietshäuser-Syndikat sind, wie viel sie kämpfen müssen, um jedes Haus, das Haus zu bekommen, die freien Struktur und so weiter. Es geht ja auch um Geld. Vielfach sind die finanziellen Mittel nicht ausreichend, um bestimmte Häuser in so eine Struktur zu überführen. Das heißt, ich möchte mit ein bisschen dafür sorgen, dass bis 2048 das Privateigentum und Grund und Boden zurückgedrängt wird, sodass die Möglichkeit besteht, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, wo die Menschen leben wollen, die Möglichkeit haben, ihre Utopien auch zu verwirklichen. Und ich sehe eine der größten Hürden, wenn nicht die größte Hürde, das Profitstreben derjenigen, die den Grund und Boden und auch die damit verbundenen Häuser besitzen. Sie haben natürlich kein Interesse, dass so eine Utopie wie oder die verschiedenen Utopien, die hier erläutert wurden, sie verwirklicht wird, weil sie viel dran verdienen. Deshalb machen wir ja auch diese Kampagne, die Macht der großen Immobilienkonzerne auf dem Immobilienmarkt zurückzudrängen und womöglich sogar zu brechen. Und wir haben auch darüber diskutiert, natürlich sind wir noch gar nicht so weit, die Kampagne wird noch 1, 2, 3 Jahre gehen, aber wir diskutieren auch darüber, was passiert denn mit den Häusern, wenn wir die enteignet und vergesellschaftet haben, öffentliches Eigentum überführt haben. Und da gibt es viele Vorstellungen, von klein bis zu groß. Manche Leute sagen, wir wollen ein selbstverwaltetes Haus, andere sagen, nee, wir haben andere Sachen zu tun, wir wollen eine öffentliche Stelle, die unser Haus verwaltet, aber wir wollen möglichst auch da viel mitreden dürfen. Also Demokratisierung der Verwaltung öffentlicher Häuser ist auch eine unserer wichtigen Themen, über die wir auch mit vielen Initiativen im Gespräch sind und auch einiges schon erreicht haben bei den jetzigen städtischen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin. Also sagen wir mal, wir sind da auf der 2. oder 3. Stufe und wir müssen ganz nach oben bis unter das Dach. Aber erstmal haben wir da eine Diskussion in Gang gesetzt, damit die verschiedenen Lebensentwürfe, die verschiedenen Möglichkeiten immer mit der Prämisse, öffentlich geht vor privat und gemeinschaftlich geht vor individuell zu verwirklichen. Jetzt hast du mir schon so ein bisschen die Frage vorweggenommen, weil mich interessiert nämlich, also enteignen, ich denke, da sind wir eigentlich alle einer Meinung, dass das eine ganz gute Idee ist, wenn die Wohnung nicht mehr alle der Deutschen Wohnen und anderen und Vonovia und Co. gehören, sondern, aber die Frage ist ja, wem dann? Ne? Also geht es in die öffentliche Hand? Soll es eine kommunale Verwaltung geben oder ist es eben so wie bei Genossenschaften, Mietshäuser, Syndikat etc., dass die Häuser sich selbst verwalten, in welchen Strukturen auch immer? Rosbe, kannst du vielleicht noch kurz dazu sagen, was deine Utopie dazu wäre oder wie deine... Ich sage jetzt meine Position, auch die Position der Initiative, obwohl das gar viel im Fluss ist und viel diskutiert wird. Das Problem mit Genossenschaften, sage ich mal, ist, dass es ja im Grunde auch trotzdem eine private Form ist. Das gehört den Genossinnen und Genossen, die dort Mitglied sind. Wir wollen viele genossenschaftliche Elemente in eine öffentlich-rechtliche Form etablieren. Das geht so ein bisschen Richtung Mietshäuser-Syndikat, obwohl sich das merkwürdig anhört. Wir wollen eine Sicherheit durch öffentliche Hand, auch mit entsprechender gesetzlicher Zusicherung und Festlegung, dass die Häuser nicht mehr privatisiert werden, dass der Staat das auch bestimmte Investitionen gewährleistet. Darunter wollen wir so viel Selbstverwaltung wie möglich und nötig. Aber das muss jede Hausgemeinschaft, jede Siedlung selbst auch entscheiden. Also wir wollen die Leute auch nicht dazu zwingen, 240.000 Haushalte dazu zwingen, ihr müsst ab morgen eure Häuser komplett selbst verwalten. Das wird auch so nicht klappen. Aber wir wollen auch Beispiele schaffen, wo das geht. Und dann können die Menschen in jedem Haus, in jeder Siedlung, in jeder Wohnanlage selbst entscheiden, wie weit sie Selbstverwaltung wollen. Kleine Selbstverwaltung, mittlere Selbstverwaltung, große Selbstverwaltung. Die Eigentümerschaft muss aber öffentlich bleiben. Und die demokratische Kontrolle soll durch eine Mischung von Beschäftigten, Mieterschaft und Stadtgesellschaft gewährleistet werden. Das ist so unser
Gesamtvorstellung. Also so ein System von Checks and Balances, wo nicht eine Gruppe komplett das Sagen hat, sondern die verschiedenen Gruppen, die da beteiligt sind, miteinander das aushandeln müssen. Okay, vielen Dank. Mary, Mietshäuser-Syndikat hat da ja eine ganz andere Strategie und sagt, dass jedes Haus sich selbst verwalten muss, soll. Und der bundesweite Zusammenschluss, der hält sich da ja eigentlich aus den meisten Sachen raus und dient ja auch, ne, wie es jetzt in Rüsbys Beispiel die Kommune wäre, dient ja eigentlich nur der Absicherung vor Reprivatisierung und so ein bisschen so einer Eigentumsgeschichte. Was für Vorteile hat es denn, wenn es nicht alles unter einer großen Dachgenossenschaft läuft oder einer riesen anderen Verwaltungsstruktur in einer Rechtsform, die wir uns ja noch ausdenken können, sondern es ganz viele kleine Einheiten gibt? Der große Vorteil, den ich sehe, ist, dass eben die vielen verschiedenen Lebensentwürfe, die ja in den über 150 Häusern gelebt werden, dadurch gut abgebildet werden können. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass das Punk-Projekt auf dem Land irgendwie dieselben Regeln oder auch Bedürfnisse hat wie ein Mehrgenerationenprojekt in Freiburg zum Beispiel. Das ist ganz, ganz unterschiedlich und von Stadt und Land unterschiedlich, aber auch die Leute, die da drin wohnen, die regeln ihr Zusammenleben ja ganz individuell und die haben auch ganz unterschiedliche Standards, wie sie ihre Häuser ausbauen wollen oder was sie auch benötigen, was für Bedürfnisse sie haben. In dem Sinne finde ich das Modell mit der Projektautonomie, was im Mietshäuser-Syndikat gefahren wird, total passend dafür, dass eben unterschiedliche Projektentwürfe auch genauso umgesetzt werden können, wie das gedacht ist. Es stimmt übrigens ja nicht ganz, dass es nur auf den nur darauf hinausläuft, dass das Mietshäuser-Syndikat nur für das Vetorecht beim Hauskauf da ist, sondern da gibt es ja ganz viel Transfer von Erfahrungen und Wissen auch untereinander, wie eben Häuser aufgesetzt werden, wie das Rechtliche läuft, wie das Finanzielle läuft, wie unterschiedliche Entscheidungsverfahren auch gestaltet werden können, wie Konflikte bearbeitet werden etc. Also es betrifft schon, also im Verbund findet schon ein großer Austausch statt, der auch wichtig ist, der hilft, die Projekte auch auf gute, solide Beine zu stellen, die jetzt neu ins Syndikat kommen und wo es auch gut ist, Erfahrungen zu teilen, um eben ein Schrittchen weiterzukommen, auch für die alten Projekte. Danke. Christoph, ihr seid ja auch selbstverwaltet, aber als Genossenschaft, ne? Und auf eurer Website habe ich gelesen, dass jede und jeder, die in den Siebenlinden einzieht oder langfristig wohnt, mindestens 11 Anteile zeichnen soll der Genossenschaft. Das sind 11.275 Euro. Ich muss jetzt die provokative Frage stellen, ob Selbstverwaltung nur was für die Mittelschicht ist oder wie ihr euch das für die Zukunft, für 2048 vorstellt. Also dem kann ich tatsächlich an der Stelle tatsächlich zustimmen, auch wenn das sicher nicht schön ist, so zu hören. Und gleichzeitig kann ich auch sagen, es ist eher sogar noch mehr, was pro Person gezahlt werden muss. Weil das ist jetzt erstmal nur für Grund und Boden, für da, wo wir unser Gemüse anbauen, wo wir den Wald haben, den wir teilweise zur Brennholzversorgung nutzen, also wo wir sozusagen tatsächlich ein selbstversorgtes Dorf aufbauen, was auch perspektivisch bis zu 300 Menschen dort wohnen können sollen. So. Da brauchen wir relativ viel Land und auch eine viel Infrastruktur und auch gemeinschaftlich genutzte Häuser, Gebäude, die eben entsprechend dann auf diese 11.000 Euro pro Person sind. Hinzu kommt tatsächlich noch ein Betrag nochmal zusätzlich von 12.000 Euro, die für den Hausbau sozusagen anteilig des Hausbaus sind. Also dass wenn man privat in einem Haus wohnt, also das gebaut von der Wohnungsgenossenschaft dann ist, eben auch nochmal 12.000 pro Erwachsene hinzukommen. Das heißt, es sind tatsächlich circa 25.000 Euro, ein bisschen weniger pro Erwachsene. Und wir sind immer wieder auch mit dieser Situation konfrontiert, dass Menschen hierher kommen und sagen, ich würde ja gerne herziehen, aber ich habe gar nicht so viel Geld. Und es ist bei uns so eine Mischung aus, wir leihen uns Geld untereinander, auch langfristig. Wir bitten die Leute zu schauen, hey, könnt ihr in eurem Freundeskreis, Verwandtschaftskreis das Geld irgendwo auftreiben oder leihen?
Und tatsächlich braucht es aber Menschen, die tatsächlich dieses Geld oder sogar noch mehr mitbringen, damit auch Geld geliehen werden kann. Und ja, wir sind schon auch in diesem Konflikt, dass wir tatsächlich diese Ausgaben einfach auch haben und die gemeinsam finanzieren müssen. Also sozusagen, also da kommen wir nicht raus aus dieser Stelle. Und das ist auch in den letzten 10 Jahren eben von 11.000 auf diese 23.000, 25.000 angewachsen aufgrund dessen. Und ich kann das auf jeden Fall als Kritikpunkt erstmal so stehen lassen. Da kommen wir nicht raus, muss man sozusagen so. Und wie gesagt, wir versuchen oder tun das auch schon. Also es sind zum Beispiel auch viele jüngere Menschen, die hierher ziehen. Wir sind ein relativ junges Projekt. Also wenn man jetzt sagt, es ist im Durchschnitt sind wir 35 Jahre alt, alle 150 Menschen zusammen so. Menschen, die einen Freiwilligendienst machen und hierher kommen und einfach einen Weg finden, tatsächlich das Geld nach und nach einfach aufzutreiben und auch sagen, okay, dann ist es halt innerhalb von 7 oder 8 Jahren gezahlt. So, und nicht komplett alles sofort. So, aber erstmal das Geld muss aufgebracht werden und das bedingt sicher auch eine Struktur. Wir haben Menschen, die sozusagen in einem anderen Land in Europa geboren wurden und hier wohnen, aber wir haben wenige Menschen, die tatsächlich man wahrscheinlich eher dem ärmeren Spektrum Deutschlands zuordnen würde oder auch wenig Migrantinnen. Wo man vielleicht auch denkt, dass die vielleicht mit weniger Geld hierher kommen, wobei das sicher auch noch andere Gründe hat, warum die hier nicht oder weniger wohnen. So. Genau, kann ich erstmal einfach nur so zustimmen, dass das sicher auch eine schwierige Situation ist. Ja. Okay, es bleibt also widersprüchlich. Ja. Gut, dann kommen wir vielleicht mal zur Neustadt Schweiz. Ihr habt euch so viele Gedanken gemacht, ganz sicher habt ihr euch auch Gedanken über die Organisationsstruktur gemacht. Also wie werden diese Nachbarschaftseinheiten verwaltet? Gibt es da ein Verwaltungsbüro, wo alle hinkommen und ihre Mietverträge unterschreiben oder wie wird es aussehen? Gibt es Mietverträge? Es ist ein spannendes Gespräch und ihr habt alle schon so viele interessante Sachen gesagt, wo ich überall gerne reingehe, also unterbrochen oder Fragen gestellt oder ergänzt hätte. Also, wo sind wir? Wie verwalten wir uns? Genau, vielleicht möchte ich noch mal etwas kurz zur Situation in Zürich sagen und zur Szene hier in Bezug auf verschiedene Fragen. Ruspe, du hast die Verstaatlichung des Bodens und Enteignung und so angesprochen. Es ist ja in Zürich schon so, dass eigentlich die Stadt darf kein Land mehr verkaufen seit langer Zeit und sie hat vom Volk den Auftrag, 30% des Wohnungsbaus gemeinnützig, also der Anteil des gemeinnützigen Wohnungsbaus muss in der Stadt Zürich bei mindestens 30% liegen und wir sind jetzt irgendwie bei, oder einem Drittel, und wir sind jetzt bei 27% oder so. Das heißt, die Stadt darf eigentlich nur noch Land im Baurecht abgeben an gemeinnützige Wohnbauträgerinnen. Und das Wort sagt ja schon, dass damit nicht ausschließlich Genossenschaften gemeint sind. Und vielleicht hier der Sprung zur Neustadt Schweiz. Wir sehen das auch ein bisschen so, es wurde auch schon angesprochen, so viel wie möglich selbst verwaltet, wenn wir jetzt selbst organisiert, wenn wir jetzt von dieser Grundeinheit von 500 Personen sprechen. Und wir sprechen halt oft einfach immer von Genossenschaften, weil das in Zürich ein Erfolgsmodell ist und weil es sich auch sehr gewandelt hat im Laufe der Zeit. Also es gibt sehr traditionelle, ich sage mal, alte Genossenschaften mit über 100-jährig und dann gibt es aber eben vor allem seit den 90er Jahren. Since the 1990s, they have been. Oh, jetzt höre ich die Übersetzung simultan. Entschuldigung. Seit den 90er Jahren kam aber auch ein ziemlicher Wechsel passiert und es gibt auch viele, ich sage jetzt, wir nennen sie die Jungen, die Progressiven sind auch nicht mehr so jung, Genossenschaften, die da ziemlich frischen Wind in die Szene gebracht haben. Und da geht schon, das Modell des Mietshauser-Syndikats kennen wir nicht, ist mir aber natürlich immer wieder über den Weg gelaufen. Und ich habe mir auch immer wieder die Frage gestellt, was ist denn genau der Unterschied? Weil ich denke, gewisse Modelle
gehen schon, also von den progressiven Genossenschaften, die gehen schon sehr weit in diese Richtung. Und da steht, aber natürlich, jede Genossenschaft, die sich gründet, kann das selbst in ihre Statuten schreiben, wie das funktionieren soll, mit, ob man das je wieder verkaufen darf oder nicht. Aber natürlich geht es auch darum, eigentlich die Häuser der Spekulation zu entziehen. Und wir von Neustadt Schweiz, wir lassen das eigentlich offen, wie sich so eine Gemeinschaft organisiert, ob das eine Genossenschaft ist, ob das ein Verein ist, ob das ein Teil des Miethäuser-Syndikats ist. Ich sage mal, das spielt uns keine Rolle. Das ist wie so Hauptsache weg vom Markt und Hauptsache gemeinnützig, würde ich jetzt mal sagen. Und vielleicht hier an dieser Stelle noch ein Gedanke, der mir auch gerade gekommen ist, als du die Frage an Christoph gestellt hast. Dieser Vorwurf, dass die Genossenschaftsszene oder die Genossenschaften nur für die privilegierte Mittelschicht baut, das ist etwas, was sich in Zürich, was man auch immer wieder liest, was kritisiert wird, ich sage jetzt mal von allen Seiten politisch. Und ja, das Ding ist halt, es ist Selbstorganisation. Und dann, wie ich sag mal, wie du damit umgehst, es gibt viele Genossenschaften, die haben so einen Pott, wo Geld reinfließt, die sich es leisten können, um die zu unterstützen, die sich eben nicht leisten können, damit auch die Teil der Gemeinschaft sein können. Also man versucht das irgendwie so ein bisschen auszugleichen, respektive es versuchen es halt auch nur die, die sich dafür interessieren. Und es gibt, ja, die das auch irgendwie wollen. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich irgendwie an der Frage vorbeigesprochen habe. Organisation macht, also unsere Haltung ist, macht wie ihr es wollt, aber ja, macht es gemeinnützig. Ja. Vielleicht so ein bisschen, könnte man so salopp sagen. Ja. Okay. Gut, jetzt hatten wir die verschiedenen Punkte. Zum einen war das ja auch so ein bisschen Exklusivität und Ausschluss. Ich denke, da geht es ja auch nicht immer nur um Geld, sondern auch über ganz viele andere Schwellen und Hürden, die Selbstverwaltung mit sich bringt. Es fiel aber auch Hauptsache weg vom Markt und Hauptsache, das ist erledigt. Das war auch Husbys Ansatz. Ne? Du hast auch gesagt, Hauptsache, das sind nicht mehr die Immobilienriesen, die da entscheiden. Wir hatten letztes Jahr so eine Zukunftswerkstatt auch zum Thema Wohnen, und wo wir da irgendwie nicht so richtig weitergekommen sind, war dieses Ding von, okay, wir wollen, dass Wohnraum, also dass nicht mehr der Markt entscheidet, wer wo wohnt. Ne? Also dass es nicht davon abhängt, wie viel Geld man verdient, ob man jetzt, also du bist ja auch großer Fan von Städten, ob man jetzt in den begehrten innerstädtischen Vierteln wohnt oder irgendwo am Stadtrand. Ne? Dass es nicht darüber entschieden wird, wie hoch mein Einkommen ist. Aber wie entscheidet sich das dann? Weil das wird ja nicht aufgelöst, dass es Wohnungen gibt, die größer, schöner, heller, näher am Zentrum und mit einem netten Balkon sind, und Wohnungen, die irgendwie schlecht zu erreichen, mit einer miesen Ausstattung und ja, nicht so ganz begehrt sind. Kurz etwas ergänzen, ja, zum Thema, weil wir haben jetzt, ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass es Richtung Selbstverwaltung womöglich gehen soll oder so. Ja. Und ich finde es doch auch noch wichtig, dass wir, ich weiß, wir sprechen über Wohnen heute und hier, aber wenn man über Selbstverwaltung spricht, dann finde ich es immer auch ganz wichtig, dass man sich dann die Frage stellt, wie arbeite ich 2048, oder? Weil ich denke, heute kommt immer wieder der Kritikpunkt, oder wenn man über so etwas spricht, über solche Projekte, über Eigeninitiative, Freiwilligenarbeit, ja, ich habe ja keine Zeit, das muss ich mir leisten können, das ist ein Luxus im Moment, also, oder ja. Und das finde ich, das darf es nicht sein, oder auch die, und wenn wir uns in Zukunft vorstellen, dass wir ein anderes Verständnis von Arbeit haben, dass wir, die hier sind, vielleicht schon teilweise haben, dass wir nicht mehr so viel Zeit für die Erwerbsarbeit aufwenden und vielleicht auch mehr Zeit haben, diese Gemeinschaft und die Selbstverwaltung zu pflegen, dass dann eigentlich dieses Argument gar nicht mehr im Raum stehen kann, oder? Also, weil ich denke, heute habe ich das Gefühl, werden wir oft damit konfrontiert, so, ich habe keine Zeit und wer soll das dann machen und so weiter und so fort. Und einfach so Wohnfrage, Arbeitsfrage und alle anderen Fragen, man kann sie einfach nicht getrennt voneinander betrachten. Und das ist ja eigentlich ein bisschen das, was wir bei Neustadt Schweiz versuchen. Oder es geht nicht nur um Wohnen, sondern es geht um alles andere auch, weil nur wenn wir alle anderen Sphären auch mitdenken,
dann ist das irgendwie mehrheitsfähig oder Umsetzung, dann ist die Umsetzung dieser Utopie überhaupt irgendwie nur ansatzweise möglich. Weil wenn wir, ich sage jetzt einfach alle unsere kleinen Genossenschaften und unsere tollen Projekte realisieren, im selben System, das immer noch um uns herum herrscht, dann bleiben wir einfach eine Minderheit und das geht nicht. Wollte ich noch kurz sagen, Arbeit nicht vergessen. Ja, das stimmt. Genau, es ist super, Wohnen ist sowieso super komplex. Es geht ja auch um Care-Arbeit und um ganz viele andere Themen, die ja auch an anderen Stellen hier auf der Konferenz noch verhandelt werden. Busbe, jetzt hattest du ein bisschen Zeit, über meine schwierige Frage nachzudenken. Hast du sie noch im Kopf? Also wie sollte 2048 die Verteilung von Wohnraum geregelt werden, wenn nicht über Einkommen und über Geld? Hast du eine gute Idee? Das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Fragen, die zu beantworten gibt. Wir sind uns einig, dass es nicht über Geld geregelt werden soll. Nicht derjenige und diejenige, die das meiste Geld hat, sollte frei auswählen dürfen und der Rest kriegt sozusagen das, was übrig bleibt, wenn überhaupt. Ich glaube, dass es über Bedürftigkeit gehen sollte. Also die Menschen, die das am meisten brauchen, sollten das bekommen. Und dann müssten dann Kriterien aufgestellt werden. Wir diskutieren jetzt auch darüber, interessanterweise, ich bin jetzt nicht nur bei Deutsche Wohnen Enteigner aktiv, sondern auch was die städtischen Wohnungsbaugesellschaften angeht, da wird auch viel diskutiert. Da gibt es auch ein Problem. Da werden Wohnungen frei, die sind zu wenige, aber die müssen nach einem System vergeben werden. Und in diesem Zusammenhang diskutieren wir, wie man die Bedürftigkeit feststellen kann. Also zurzeit ist es so, dass natürlich ein Mensch, der wohnungslos ist, ist am bedürftigsten. Das ist, glaube ich, uns allen klar. Wer keine Wohnung hat oder gar obdachlos auf der Straße ist, dann Bedürftigkeit. Es macht aber Sinn, darüber zu diskutieren, wie diese Bedürftigkeit weiter ist. Es gibt ja nicht nur wohnungslose Menschen, sondern eine geflüchtete Familie gegen eine Mutter, alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die gerade die Wohnung verloren hat. Wenn wir in einer Mangelsituation bei bezahlbarem Wohnraum sind, werden automatisch diese Leute gegeneinander ausgespielt. Die verschiedenen Bedürftigkeiten werden automatisch gegeneinander ausgespielt. Das heißt, wir müssen genügend bezahlbaren, guten Wohnraum haben. Meine Erfahrung ist auch, um diese Vorstellung vorwegzunehmen, auch wenn viele von uns vielleicht, gerade haben wir erlebt, das ist gar nicht so, aber jedenfalls wird uns unterstellt, wir wollen alle in der Innenstadt wohnen, eine schöne Altbauwohnung am besten und dafür gibt es nicht genug Platz. Natürlich gibt es dafür nicht Platz, aber ich habe wirklich viele Menschen kennengelernt, die nicht in der Innenstadt wohnen wollen, sondern durchaus gerne auch in Außenbezirken, wo es grüner und ruhiger ist oder auch außerhalb der Stadt. Die haben ja hier Leute, die gerne freiwillig auf dem Dorf wohnen, weil es schöner da ist aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube, wenn wir genügend bezahlbaren Wohnraum schaffen können, dann wird es auch diese Verteilungsschwierigkeiten nicht geben. Und wenn die Menschen auch nicht gezwungen sind, kreuz und quer durch die Stadt zu ihrer Arbeitsstätte fahren zu müssen, dann wird auch vieles einfacher. Sie haben mehr Zeit, es gibt weniger Verkehr, es gibt weniger versorgen, sondern weil sie Beispiele sind, wie es anders gehen kann. Die Menschen müssen nicht diese Beispiele eins zu eins nachempfinden, sie müssen ihren eigenen Weg finden, aber sie müssen sehen, dass es anders geht und sich trauen, vielleicht nicht 10 Schritte in diese Richtung zu gehen, sondern nur 1, 2, 3 Schritte. Das ist das Problem, was wir am meisten haben. Die Leute haben die Fantasie verloren oder die Möglichkeit, sich vorzustellen, wie es anders geht, wie es ohne Miete, ohne Mietvertrag gehen kann, ohne große Wohnungskonzerne den Markt beherrschen, dass man überhaupt nicht mehr darüber nachdenkt, warum man Miete zahlen sollte. Das ist eine der Grundprobleme, die wir haben. Und diese Fantasie zurückzubringen und Möglichkeiten im Kleinen zu zeigen, wie es anders gehen kann, ist die wichtigste Aufgabe solcher Projekte, die jetzt die Kolleginnen und Kollegen aufgezählt haben.
Danke, das war auch nochmal ein guter Hinweis, gerade wenn man im Anblick der Lage ein bisschen verzweifelt, wie man eigentlich diesen ganzen Wohnraum regeln soll. Bevor ich zu dem großen Konflikt, oder vielleicht ist es auch eigentlich gar kein Konflikt, Stadt und Land, Stadt oder Land, komme, auf den, glaube ich, alle schon so ein bisschen warten, habe ich noch eine Frage an Stefania. Und zwar geht es ja auch ganz viel, du bist ja Architektin, und es geht ja auch ganz viel um die Frage, wie wird eigentlich Wohnraum gestaltet? Ne? Es ist ja jetzt auch zum Beispiel ganz oft das Problem, dass Leute, die früher mit ihrer Familie ihr Eigenheim irgendwo hatten, sind da jetzt alleine oder zu zweit auf 200 Quadratmetern und nutzen einen unglaublich großen Raum. Das wird ja immer wieder, es gibt ja auch so Beispielrechnungen, wie viel Wohnraum darf man überhaupt haben und was werden so die großen Herausforderungen der Architektur? Denkst du, wir werden zurück zur Großwohnsiedlung kommen oder sind Tiny Houses die Zukunft? Gute Frage. Nein, ich denke nicht, um das mal vorwegnehmen, ich glaube nicht, dass Tiny Houses die Zukunft sind. Ich denke, sie sind eine nette Ergänzung. Ich hoffe, dass es eine bunte Mischung wird. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon viel angesprochen. Verschiedenste Wohnformen sollten auch in Zukunft möglich sein und gefeiert werden. Ich hoffe vielleicht, dass irgendwann so dieses Modell, das du hast es jetzt gerade angesprochen, so die Kleinfamilie, die Kleinstfamilie, oder so wie man sich das so idealerweise vorstellt, natürlich Mama, Papa und die Kinder. Ich hoffe, dass das irgendwann der Vergangenheit angehört, dieses Modell, dass man darüber hinwegkommt, respektive, dass diese Familien, wie auch immer die Konstellation sein mag, dann einfach Teil sind dieser größeren Nachbarschaft, dass das gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Und ich glaube, vielleicht ja, an dieser Stelle eine Bemerkung, ja, als Architektin wünsche ich mir natürlich, dass auch in Zukunft vielleicht, ja, dass wir uns bewusst werden, dass wir weniger bauen müssen. Also ich meine, wir leben jetzt in zwei Ländern, wo ich glaube, es extrem viel relativ hochwertige Bausubstanz schon gibt, oder? Und ich denke, und viele Beispiele, über die wir jetzt gesprochen haben, oder wenn ich glaube, das Mietshäuser-Syndikat ist dann schon einen Schritt weiter. Ich glaube, ihr kauft viel auch bestehende Liegenschaften auf und so, und das finde ich wahnsinnig spannend und toll und wichtig. Ich glaube, da hinken wir in der Schweiz eher ein bisschen hinterher. Ich denke, dass wir einfach mit den Bestehenden als Architektinnen und Architekten arbeiten müssen und darin neue Wohnformen etablieren und schaffen. Und auch daran denken, dass es in die neue Wohnform sich vielleicht nicht nur in der räumlichen Disposition einer Wohnung abbildet, sondern einfach auch darüber hinaus, über die Gemeinschaft, über die Nachbarschaft, über also Dinge, die man nicht sieht, oder aber die man halt lebt und die das Leben eigentlich wahnsinnig viel lebenswerter machen. Also ja, in meiner Vorstellung bitte nicht einfach neues Projekt nach neuem Projekt nach neuem Projekt. Ich finde, das geht in eine falsche Richtung. Ich denke, mit dem Arbeiten, das hier ist, und daraus neue Projekte machen, das wäre für mich ein Wunsch, der sich noch in Zürich, in meiner Bubble, in der ich hier lebe, noch ein bisschen zu wenig abbildet. Also es gibt ein, zwei Projekte, die man kennt, wo es eben darum, wo Menschen, Gruppen, ganze Blöcke zu Genossenschaften gemacht haben, aber das ist wirklich eine Minderheit. Das meiste, die Projekte, die hier in Zürich so groß gefeiert werden, die meisten sind Neubauprojekte, die sicher auch spannend und gut sind, aber ich finde, der Fokus sollte in eine andere Richtung gehen in Zukunft. Und ich finde auch das, was Ruspe gesagt hat, eigentlich noch ein guter Punkt von wegen Verteilung und so. Ich glaube, das Problem, das wir jetzt haben, das hängt ja mit dem heutigen System und mit der heutigen Ungleichheit, die überall herrscht. Also das haben wir uns ja selbst geschaffen, oder? Das kommt dann zu so absurden Situationen, dass es in Zürich Genossenschaften gibt, die versuchen, das alles möglichst gut zu machen. Und dann sagen wir, wollen die Gesellschaft spiegeln mit unseren MieterInnen, was dann zur Folge hat, dass sie dafür wieder angekreidet werden, weil sie quasi die Mieterschaft orchestrieren. Also es ist ja, ich glaube, es ist einfach, ich hoffe, dass wir irgendwann so weit sind, dass das kein Problem mehr ist. Ich glaube, das ist ein Problem von diesen Projekten in der heutigen Gesellschaft. Wollte ich noch ergänzen zu seiner Aussage.
Also Neustart Schweiz heißt nicht Neubau Schweiz, sondern... bitte genau, nicht. Hilfe. Gut, okay. Wir kommen jetzt zu der Frage aller Fragen. Werden wir in Zukunft auf dem Land wohnen oder in der Stadt? Christoph, du bist ja Ökodorf Siebenlinden, ihr baut da eure Dorfstruktur auf. Warum wohnst du nicht in der Stadt oder was sind deine Gründe für das Dorf? Denkst du, da liegt die Zukunft und denkst du, schüttelst du den Kopf, wenn sich alle in Berlin um die Wohnung kloppen? Ja, letzteres auf jeden Fall, klar. Also natürlich liegt die Zukunft in beiden, also sowohl in Städten wie auch auf Dörfern leben, je nachdem, was der Wunsch ist. Und beides hat ja auch eine Qualität. Und ich genieße es zum Beispiel immer mal wieder auch ein Wochenende irgendwo in der Stadt zu sein. Und gleichzeitig genieße ich einfach sehr die Natur hier, das naturnahe Leben hier im Dorf und auch so die kleinteiligeren und für mich auch klareren Strukturen, mit welchen Menschen wohne ich eigentlich zusammen so und mit wem habe ich zu tun. Und also wir haben es jetzt zum Beispiel in dem Ökodorf im Laufe der eben 23 Jahre, die es jetzt gibt, geschafft, auch eine Struktur aufzubauen, wo relativ viel Arbeit hier vor Ort ist. Also es ist ungefähr 50% der Arbeitskraft von den Erwachsenen ist hier vor Ort. 30% arbeiten außerhalb und 20% ist Rente und Transfereinkommen. So sehr wenige konkret nur arbeitslos gemeldet. So. Also das ist schon tatsächlich, glaube ich, wenn man so in der Zukunft sich jetzt rein sortiert, ist es auf der einen Seite total wichtig, gar nicht oder nur noch sehr wenig zu bauen tatsächlich. Also in dem Sinne sind wir auch kein Modellsiedlung. Wir müssen mal ganz kritisch auch so sagen, wir bauen hier neu und das ist eine Modellsiedlung. Wie kann man wohnen? Und das finde ich auch okay und gut. Aber das, was wir bundesweit haben, dass jedes Jahr zigtausend neue Wohnungen gebaut werden, gleichzeitig Menschen, also dass es gleich ganz ehrlich unheimlich viel Leerstand gibt, gerade vor allem Altbauleerstand, Menschen eben eine Zweitdrittwohnung als Rendite haben, das macht ja keinen Sinn. Das macht ökologisch und auch ökonomisch überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Lösung, wie Menschen eben in dem bestehenden Leerstand oder in den bestehenden Bauten gut zusammenwohnen können. Und das ist sozusagen zum einen auf der politischen Ebene natürlich Maßgaben, also wie zum Beispiel eine Verwaltung, eine Dorfverwaltung oder eine Stadtverwaltung, die eben Familien ein zusätzliches Geld gibt, wenn sie eben in einem bestehenden Altbau ziehen, anstatt irgendwo am Stadtrand neu bauen zu wollen. Also sozusagen also eine Anreiz dafür zu schaffen, wie aber auch einfach so eine, ich würde mal sagen, Kultur einer Gemeinschaftlichkeit, die es quasi auf allen Ebenen ja eigentlich braucht, nicht nur beim Bauen, aber die sozusagen dazu führen kann, dass dann eben auch in einem Altbau, in dem früher eben eine 4-6-köpfige Familie gewohnt hat, jetzt nur noch eine Person drin wohnt, weil alle anderen ausgezogen oder gestorben sind, dass dort eben auch wieder andere Menschen einziehen und es sozusagen eine Form des Zusammenlebens gibt, die keinen überfordert. So. Und also von daher braucht es da auf jeden Fall ein Umdenken. Ich glaube, das ist auf ökologischer Ebene und auch auf sozialer Ebene nicht möglich, dass die Städte immer weiter wachsen, sondern wir brauchen Konzepte für mehr Dezentralisierung und kleinräumigere Strukturen. Ja. Husbe, du hast gesagt, Berlin ist die kleinste Stadt, in der du gewohnt hast. Also du denkst, da ist noch Luft nach oben. Und genau, wie siehst du das? Wird die Zukunft eher in den Städten liegen? Nein, das ist jetzt, das war zwar wahr, aber ich bin jetzt nicht so verbohrte Großstädter. Ich weiß, dass Großstädte sehr wichtig sind, vor allem, weil dort bestimmte, wenn es vernünftig gewirtschaftet wird, dann bestimmte Ressourcen effizienter verwendet werden können. Aber das, was wir jetzt gehört haben von diesem Projekt auf dem Land, ist es ja so, dass es ökologisch angelegt ist. Das ist ja jetzt nicht dort so, Leute sind aufs Land gezogen und pendeln dann 100 Kilometer alle jeden Tag in die Stadt und dann, also es ist keine Vorortsiedlung. Ich glaube, dass es verschiedene Formen geben wird, vor allem, weil ja auch die technologischen Möglichkeiten uns erlauben, anders zu arbeiten. Natürlich können nicht 90% der Menschen Homeoffice machen. Die, die es machen können, sind auch in gewisser Weise privilegiert, aber es gibt diese Möglichkeit eben. Und man kann eben auf dem Land wohnen und dann muss man vielleicht nur einmal die Woche in die Stadt oder einmal im Monat und dann kann man von da aus arbeiten. Können nicht alle Leute, aber durchaus ein großer Teil der Leute. Und das andere ist natürlich, dass es in der Stadt riesige Ressourcen gibt,
In Berlin wurde in den letzten 150 Jahren so viel gebaut und die Bausubstanz ist ja größtenteils noch da, auch wenn unsinnigerweise teilweise vor 10 Jahren noch abgerissen wurde, weil man geglaubt hat, man braucht das nicht. Das ist halt der Kapitalismus so, sobald man Sachen nicht braucht, macht man es kaputt und 5 Jahre später muss man es wieder aufbauen. Aber die Verteilung des Wohnraums in der Stadt ist analog zur Verteilung des Vermögens in der Gesellschaft natürlich ungerecht. Es gibt ältere Menschen, die wohnen eine große Wohnung, wollen aber auch da wohnen bleiben. Die wollen eben nicht umziehen. Es ist für alte Menschen auch schwierig umzuziehen, neue Umgebung. Sie trauen sich aber auch nicht, mit jemandem zusammenzuwohnen, weil sie diese Wohnmöglichkeiten, diese Wohnformen gar nicht kennen. Da muss es auch staatliche Hilfe geben, also öffentliche Hilfe, ob es jetzt staatlich oder anderweitig öffentlich ist, dass das begleitet wird, dass zum Beispiel eine Studentin da wohnen kann, aber nicht einfach da reinkommt, sondern eine Vorbereitung dafür gibt. Und es gibt auch Menschen, die hier 2, 3 Wohnungen haben, die sie leer stehen lassen. Klassische Opernwohnung nennt man das heutzutage. Man kommt 3 Wochen im Jahr nach Berlin, um in die Oper zu gehen oder in ein Theater oder ein Museum. Den Rest des Jahres lässt man es leer stehen. Der Wert der Immobilie steigt eh und vermieten ist ja nur Stress. Da muss man einfach mit Gesetzen das Ganze begegnen. Und Stefanie hat natürlich recht, wenn wir jetzt immer bauen, 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 sagen, dann verbrauchen wir eine unglaubliche Menge an Ressourcen, an Flächen und es bringt am Ende auch nicht viel mehr, wenn das nicht das Richtige gebaut wird. Ich bin durchaus für Bauen im begrenzten Umfang mit gezielte, welche Wohnungen, welche Formen wo gebaut wird. Und andererseits müssen wir auch darüber reden, warum Wohnungen in bestimmten Städten leer stehen, auch kleinen Städten, weil es da einfach keine Infrastruktur und keine Arbeitsplätze gibt. Solange es das da nicht gibt, dann ziehen die Leute auch nicht massenhaft dahin. Also es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich sage nochmal einen schönen Spruch, was mir früher mal eine meiner Professoren an der Uni gesagt hat, der immer spottisch gesagt hat, große Veränderungen sind seit den Bauernkriegen nur noch von den Großstädten ausgegangen. Das stimmt heute nicht mehr. Also meinte, der Sturm auf die Bastille könnte nur in Paris passieren und nicht in einem malerischen Dorf an der Loire. Das stimmt, aber heutzutage hat sich da auch geändert. Die Leute, die auf dem Land sitzen, sind genauso gut informiert, wie die Leute, in der Stadt sitzen. Und deshalb glaube ich, dass dieser Gegensatz Stadt und Land sich minimieren wird. Nicht aufgehoben wird, aber minimieren wird, weil die Zugangsmöglichkeiten zur Information heutzutage anders sind, als es vor 100 oder 200 Jahren war. Stefanie hat gerade so, ich nehme mich gleich dran, mehr reden, Stefanie hat nur gerade so skeptisch geguckt. Wo siehst du die Zukunft? Du siehst sie schon ziemlich in der Stadt, oder? Ich sehe sie schon ziemlich in der Stadt. Das heißt aber nicht, dass ich Lebensentwürfe wie die von Christoph ausschließen würde. Ganz und gar nicht. Aber ich denke, ich stelle mir da eher so etwas vor, eigentlich, ich habe skeptisch geschaut wegen deiner Aussage, Ruspe, dass sich die Unterschiede aufheben werden. Ich spreche jetzt wieder aus einer Schweizer Perspektive. Wir haben ja immer mit der Zersiedlung zu kämpfen, so ein wunderbares Wort, das seit, keine Ahnung, 30 Jahren in der politischen Landschaft rumschwirrt. Und irgendwie wird es nie besser. Es wird geklotzt überall und überall kommen die Einfamilienhäuschen. Ich sage jetzt mal, in meiner utopischen Vorstellung von einer Stadt 2048, vielleicht von Zürich, 2048 wird die Stadt tendenziell noch ein bisschen dichter, weil wir in der Schweiz sind wir noch nicht so dicht, also ganz und gar nicht. Wir haben zwar immer Angst vor Dichte, aber ich verstehe nicht genau, warum. Wir haben ja kaum Hochhäuser und höhere Blockränder als irgendwie, keine Ahnung, 6 Geschosse. Also das verstehe ich nicht, aber ich würde sagen, tendenziell aus meiner Perspektive vielleicht die Stadt ein bisschen verdichten, gesund, wo möglich. Sicher, was ihr auch angesprochen habt, bessere Verteilung von Infrastruktur, von kleinen Läden, dass man nicht mehr durch die ganze Stadt rennen muss oder in die Stadt rennen muss, um sich irgendetwas besorgen zu können. Ich glaube, diese Funktionsteilung, das ist ein Relikt aus der Moderne, das wir irgendwie hinter uns lassen müssen. Und dass es dann auf dem Land, sage ich mal, vielleicht auch Orte gibt, die irgendwann eher verlassen,
vielleicht, wenn irgendein Dorf wirklich schon halb verlassen ist und nicht mehr zum Leben erweckt werden möchte, vielleicht ist das auch okay, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sehe ich das eher so, dass sich das vielleicht ein bisschen Fokus auf die Stadt, ein bisschen weg vom Land, weil ich denke auch, es muss ja eine Antwort sein, die in unserem Verständnis wieder von Neustadt Schweiz, die muss ja, ich sag mal, global gedacht werden. Und da wohnen doch schon ziemlich viele Leute in Großstädten oder Großstadtregionen. Und wenn man Antworten auf unsere Krisen finden will, dann muss man ja irgendwie da ansetzen, wo die meisten Leute sind. Das ist so ein bisschen unser Ansatz. Aber vielleicht noch mal etwas zum Wohnen auf dem Land, was wir jetzt nicht angesprochen haben. Neben Arbeit ist ja natürlich auch die Ernährung ein wichtiges Thema. Habt ihr auch einen ganzen Strang dazu hier am Kongress. Und das sehen wir natürlich auch als wichtigen Teil unseres Modells, dass man wie die Städte auch auf vernünftige, sinnvolle Weise mit dem umliegenden Land verbindet. Also dass man wie so, ich lege mal noch den Begriff solidarische Landwirtschaft auf den Tisch, oder dass man wie so ein bisschen die Genossenschaften oder Miethäuser-Syndikat oder Vereine, Nachbarschaften in der Stadt auch etwas mit dem Land zu tun haben, auf irgendeine sinnvolle Art und Weise. Also dass man ein bisschen lernt, woher kommt meine Nahrung, vielleicht mal dahin geht und da arbeitet, vielleicht auf dem Land Ferien macht, vielleicht komme ich dann mal zu Christoph ins Dorf 2 Wochen Ferien machen und er kann nach Zürich in die Wohnung kommen und hier 2 Wochen Ferien machen. Also irgendwie so, dass man wie so diese Beziehungen auch pflegt und dass vielleicht die gegenseitigen Lebensmodelle auch zu schätzen weiß irgendwie und so. Ja, das so viel von meiner Seite zum Thema Stadt oder Land. Danke. Im Miethäuser-Syndikat gibt es ja beides oder alles Mögliche, sagen wir so. Ne? Es gibt die Neubauprojekte auf dem Land, es gibt die Großwohnprojekte in der Stadt. Mary, du hast dich auch gerade zu dem Thema gemeldet. Entschuldigung, ich verstehe wahrscheinlich immer noch zu wenig, um was es genau geht, aber vielleicht kannst du mir das ja mal ganz genau erklären. Genau, es gibt da sehr, sehr vielfältige Projekte und das, was Stefania gerade angesprochen hat, diese Pflege von den Stadt-Land-Beziehungen, die findet da auch schon statt. Ich merke immer wieder, wie privilegiert ich bin, hier in Leipzig zu leben. Wir sind auch angebunden an die Roten Beete, das heißt, unser Gemüse kommt von einer solidarischen Landwirtschaft außerhalb von Leipzig, von einem Dorf, wo wir auch regelmäßig mitarbeiten und unsere Kinder ziemlich genau wissen, wo ihr Gemüse herkommt. Das ist wichtig und das ist auch eine große Lebensqualität, die ich zu schätzen weiß. Das zu unterstützen, finde ich total sinnvoll und das auch weiter zu tragen, auch in andere Regionen. Ich wollte noch was ergänzen, was mit dem Thema zu tun hat, statt Neubau doch lieber die bestehenden Bauten, die schon da sind, zu nutzen. Also wir haben ja da alle, Lina auch, gut Erfahrung mit gesammelt, so eine alte Hütte, die jahrelang, jahrzehntelang leer stand, wieder zum Leben zu erwecken, mit viel Eigenleistung. Und da wurden uns immer wieder Steine in den Weg gelegt, auch vom Denkmalschutz. Jedes Haus braucht ja auch eine Baugenehmigung und da ist es eben auch so, dass der Denkmalschutz da immer mitzusprechen hat. Das ist im Übrigen nicht nur ein Problem, was es in der Stadt gibt. Wie sieht es aus, können wir unsere, also die Grundrisse, die jetzt nicht für unsere Gemeinschaft geeignet sind oder wie wir leben wollen, nicht so geeignet sind, können wir die ganz unkompliziert verändern. Da hatten wir ganz, ganz lange Diskussionsprozesse. Ich finde, da sollte es so sein, was drin ist, alles, was statisch okay ist, darf gemacht werden und darf umgebaut werden und muss nicht erhalten werden, nur um des Denkmalschutz willens. Und das Projekt, was ich mit aufgebaut habe, das konnten wir im Übrigen nur machen, weil wir von der Stadt auch eine großzügige Unterstützung in Form einer Höhenförderung bekommen haben. Das heißt, wir haben die gesamte Fassade, die Fenster, das Dach, auch inklusive Dämmung und neuem Putz zu 40% gefördert bekommen von der Stadt. Da steckt natürlich auch ein Interesse drin, die Straße, in der wir wohnen, wieder zu beleben. Aber das hat uns letztendlich geholfen, dieses Projekt überhaupt realisieren zu können. Solche Modelle bzw. solche finanziellen Anreize sind gerade für Projekte in der Stadt, wo es immer teurer wird, sehr, sehr hilfreich. Auch Baukosten steigen, aber nicht nur auf dem
in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Ich komme aus einer Region, aus Thüringen, da gibt es keine Großstädte. Da gibt es nur Dörfer und kleinere Städte und mittlere Städte. Und meine Eltern, die leben in einem 500-Einwohner-Dorf, sehr idyllisch, mit viel Wald ringsrum. Ich gehe da sehr gern hin zum Urlaub machen. Und die haben auch das Problem mit Neubau. Da entsteht gerade wieder ein riesen Neubaugebiet, weil die Leute tatsächlich da bleiben wollen, weil es denen dort gefällt. Und im Dorf selber stehen 40 wunderschöne Fachwerkhäuser leer. Aus dem Grund auch wieder des Denkmalschutzes, weil die dort nicht ausbauen dürfen, wie sie das wollen. Die dürfen die Innenräume nicht verändern. Und ich finde, das ist dann wieder eine politische Entscheidung, auch da was zu verändern, was auch innerhalb der Kommunen recht unkompliziert dann auch unterstützt werden kann, was aber nicht passiert, weil es dann eben heißt, ne, die sind doch aber schon seit 500 Jahren so, die Lebensentwürfe sind doch andere geworden und auch Lebensumstände. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, auch in der Beziehung nochmal politisch zu arbeiten und da Dinge zu öffnen, dass Leute auch wieder eher bereit sind, diese alten Häuser tatsächlich wieder zu beleben und eben nicht neu zu bauen. Das, ich finde ich einen wahnsinnig guten Input. Nur, und vor allem nur, weil es 500 Jahre schon so war. Das ist ein Argument. Ich habe neulich ein sehr schönes Zitat gelesen. Der gefährlichste Satz für die Welt ist, das haben wir immer schon so gemacht. Vor allem stimmt es einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. Aber ich höre das auch ganz oft. Und ich denke, die Denkmalpflege ist, finde ich, ein gutes Stichwort. Ich glaube, da muss... sind wir jetzt alle keine Expertinnen, aber irgendwie müsste auch da ein Umdenken stattfinden, oder die Frage, wie pflegt man ein Denkmal richtig, wenn du es einfach musealisierst und dann, so wie du sagst, steht es einfach da und verstaubt vor sich hin, dann bringt das ja schlussendlich niemandem etwas. Aber dann ist die Frage eher, es ist doch wichtig, dass es weiter genutzt wird, vielleicht also eine Umnutzung, eine neue Funktion, die dann natürlich auch ein Umbau mit sich bringen muss, dem sollte doch eigentlich nichts im Wege stehen. Also da würde ich mir auch wünschen, ich glaube, das ist in der Schweiz auch nicht immer so lustig, dass man da ein bisschen einen unverkrampfteren oder ein anderes Verständnis von Denkmalpflege bekommt. Oder dass es nicht mehr einfach so bewahren und schützen, sondern halt auch erleben, ja, oder? Also ja, vom sozialen Ausdenken und tatsächlich vom Menschenausdenken, der ja die Häuser sind ja für Menschen gebaut. Und die Menschen bauen ja nicht die Häuser, damit die schön aussehen und dastehen. Also ich glaube, das wird immer mal ein bisschen umgekehrt. Und einfach schön aussehen, das reicht ja auch. Super. Okay, also wir brauchen mehr Flexibilität, was auch den Umbau von Häusern angeht. Ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Frage an euch. Die richtet sich auch an eigentlich alle. Ihr könnt alle darauf antworten. Die Projekte, die wir gerade besprochen haben, sind ja alle entweder lokal oder beschränken sich auf die Bundesrepublik oder Neustadt Schweiz so ein bisschen drüber hinaus. Wohnen ist ja aber nicht was sich nur in unseren Städten, Dörfern in Deutschland und in Europa abspielt. Die Frage ist, habt ihr auch eine globale Utopie oder sind eure Projekte übertragbar auf Lagos, Ho Chi Minh City oder irgendwelche Dörfer in Sibirien? Also wie seht ihr da die Zukunft oder was muss da passieren? Also ich fühle mich jetzt natürlich angesprochen. Ich weiß nicht, ob es deine Absicht war, Lina. Weil, also wenn ihr euch ein bisschen mit Neustadt Schweiz mal auseinandersetzt, dann seht ihr ziemlich schnell, die Nachbarschaft ist eigentlich nur, das ist ja das kleinste Modul, in dem wir denken. Und das ist eigentlich, denke ich, da, wo die Utopie schon am nahesten bei der Realität ist, respektive zum Teil sie vielleicht auch schon umgesetzt ist. Der Maßstab geht eigentlich bis ins Globale und dann wird es dann bei uns immer ein bisschen utopischer. Natürlich, oder? Die Staaten schaffen wir auch gleich ab und dann teilen wir alles auf in neue Territorien, wo sich alle auf Augenhöhe begegnen. Was will ich sagen? Ja, genau. Also die Idee von diesem Modell ist eigentlich, also es ist uns ja völlig klar, wir sprechen aus einer extrem privilegierten Situation, wo extrem viel funktioniert, wo schon viel passiert ist und so weiter und so fort. Und trotzdem denken wir, es muss irgendeine Art von Modell geben, welches auch an anderen Orten reproduziert werden kann. Das heißt aber nicht, dass es eins zu eins so aussehen muss oder kann, wie es hier aussieht.
aussieht. Natürlich nicht. Aber wir denken, so die groben Rahmenbedingungen von irgendwie, ich sage jetzt mal, ich bringe wieder die 500 Menschen, weil da kann man sich mehr oder weniger gut organisieren. Das hat schon die Geschichte gezeigt. Lina, du hast das ganz am Anfang angesprochen, woher wir das haben. Also das ist, da wurde mal in die Geschichte zurückgeschaut und geschaut, wie haben sich Menschen organisiert. Mary, du hast gerade gesagt, ein 500-Personen-Dorf, wo deine deine Eltern leben. Also so diese Größe ist einfach eine ungefähre Annahme. Nicht so viel Platz brauchen und sich selbst verwalten. Das sind einfach so ein paar Punkte, die wir denken, die sollten auch in anderen Kulturen umsetzbar sein. Natürlich können wir nicht für andere sprechen, aber es ist einfach vom Gedanken her, wäre es natürlich spannend, wenn sich Menschen aus anderen kulturellen Hintergründen von anderen Kontinenten diesen Ideen annehmen würden, sie auch kritisch hinterleuchten würden und uns vielleicht auch zurückspielen, was funktioniert für uns, was funktioniert nicht. Und da hatten wir auch schon spannenden Austausch mit Leuten aus von anderen kulturellen Hintergründen, die unsere Texte übersetzt haben und dann aber zum Teil auch kritisch hinterfragt haben, was wir dann geschrieben haben. Und so denke ich, wie muss es ein Austausch sein? Aber die Idee ist eigentlich schon so ein bisschen, auch wenn das utopisch ist, dass so die gewisse Rahmenbedingungen, die sollten eigentlich überall auf der Welt funktionieren können. Ja, vielleicht so viel zum globalen Maßstab, aber ja, der ist sehr utopisch. Vielleicht kann ich da einfach gerade mal anschließen. Also wir sind ja organisiert im Netzwerk GEN, das ist das Global Ecovillage Network. Offiziell gibt es seit 30 Jahren das auch international und es gibt immer mal wieder Treffen zwischen den Menschen, die in verschiedenen Ökodörfern wohnen. Und da haben wir auch erfahren von einer Initiative, die in dem Senegal war, in Afrika, dass Menschen dort angefangen haben, ihre Dörfer so ein bisschen umzubauen, ökologischer zu gestalten, also mehr Selbstversorgung zu machen. Und das hat haben Menschen im sozusagen auf der Verwaltungs- oder sagen wir Regierungsebene, sagen wir Regierungsebene in Senegal mitbekommen und fanden das interessant. Und dann ist in so einem gemeinsamen Prozess von GEN Africa und dieser Regierung in Senegal diese Idee entstanden, die Hälfte der dort bestehenden Dörfer zu Ökodörfern umzubauen. So, also das heißt, es gibt einfach ganz konkret diese Möglichkeit und natürlich auch sehr individuell, weil auch in Südamerika gibt es einfach, es ist einfach andere Kulturen auch teilweise, wo es andere Lösungen für braucht. Aber so diese Idee von selbstversorgenden Dörfern, eher Richtung selbstversorgenden Regionen auch, also man kann das sicher auch nicht komplett nur als einzelnes Dorf so betrachten, das gibt es einfach weltweit, noch sehr klein auch tatsächlich, ja, das lebt und da gibt es auch einen regelmäßigen Austausch einfach über diese Plattform von GEN. Ja, darf ich gleich? Ich würde da gleich mal anschließen. Ich würde da widersprechen, dass das noch sehr klein ist, sondern dass das wieder sehr klein ist. Ich habe Anfang des Jahres einen Freiwilligendienst in Bolivien gemacht. Und war da auch in der Andenregion unterwegs und hat mir viel erzählen lassen von den indigenen Menschen dort, wie sie sich organisieren, wie das aber auch früher sozusagen war, wo sie gern wieder hin wollen. Und da war das eben auch mit dieser regionalen Versorgung. Das eine Dorf hat das angebaut, das andere Dorf hat das angebaut, das dritte Dorf hat jenes angebaut. Und das fand ein Tauschhandel statt, ohne miteinander über Geld zu handeln. Also das hat ganz gut das Prinzip der Gegenseitigkeit war dort das Prinzip des Handelns beziehungsweise das Prinzip des Lebens und wo sie auch gerne wieder hinwollen, was allerdings durch kapitalistische Interessen immer wieder kaputt gemacht wird. Wir können auch nach Mexiko in die Chiapas-Region gucken, wo das auch gut funktioniert, wo basisdemokratische Prozesse auch Leben gut organisieren können und wo wir ganz viel lernen können von ihnen. Also ich würde nicht immer von diesem eurozentristischen Bild ausgehen und sagen, okay, wir haben hier ein ganz tolles Modell, was wir übertragen können, sondern auch gucken, was können wir mitnehmen an auch an Organisationsmodellen aus anderen Regionen der Welt. Das finde ich nämlich ganz, ganz bereichernd und sehr, sehr sinnvoll. Das geht natürlich nicht, weil wir im Kapitalismus leben, also nicht so einfach, aber den müssen wir halt dann früher noch abschaffen. Also das wäre auch so eine Utopie, ein großes Ziel, was ich habe. Und noch eine Sache zum Mietshäuser-Syndikat. Es gibt hier auch eine AG International,
weil wir auch immer wieder Anfragen bekommen aus anderen Ländern, aus Tschechien, aus Serbien, aus Italien, aus Spanien und aus Österreich. Da gibt es übrigens jetzt das Modell des Mietshäuser-Syndikats auch auf Österreich übertragen. Das Habitat in Linz gibt es da. Und es wird immer wieder versucht, dieses Modell, was ja speziell auf Deutschland, auf die Rechtsverhältnisse hier ausgelegt ist, zu übertragen in andere Länder. Das ist nicht ganz einfach und es braucht viel, viel juristisches Wissen, um das so umzusetzen, dass es auch gut funktioniert. Aber diese Prozesse laufen auch so, weil die Idee einfach gut ist. Rusbe, wie ist das mit Enteignung? Gibt es, ist das gerade ein globales Phänomen, dass es überall dass es überall gemacht wird oder versucht wird umzusetzen? Oder wie erlebt ihr das? Die Frage der Enteignung der Gesellschaft ist eine Diskussion, die natürlich in entwickelten kapitalistischen Ländern vorkommt, weil nur dort diese Großkonzerne in dieser Form gibt. Aber die Frage des Eigentums an Grund und Boden vor allem, das ist eine globale Frage. Und das diskutieren wir auch. Also wir haben, keine Ahnung, glaube 30, 40 Ländern Presseanfragen, aber auch Aktivistenanfragen gehabt. Und wir haben natürlich mit denen jeweils unterschiedlich diskutiert, je nachdem, wie die Problemlage da war. Wir haben aus Südkorea Leute gehabt, die gesagt haben, unsere Häuser halten alle nur 20 Jahre. Nach 20 Jahren wird alles abgerissen, neu gebaut. Das ist sozusagen der Zyklus. Nicht, weil die Häuser sonst nicht halten würden, sondern weil das profitabler ist. Wir haben Leute aus eben südamerikanischen Ländern gehabt, die gesagt haben, da ist noch ein Rest von gemeinwirtschaftlichem Verständnis da, obwohl vieles kaputt gemacht worden ist, aber die haben noch eine Tradition und darauf können sie aufbauen, wenn sie sagen, zumindest Grund und Boden sollte in gemeinschaftlichen Eigentum sein und nicht privatisiert werden. Das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, das ist auch ein gegenseitiges Lernen voneinander, je nachdem, in welchem Bereich, welche Gruppe, welches Land etwas weiter ist. Und man muss sich auch denken, dass vor 200 Jahren auch in Europa diese gemeinschaftliche Bewirtschaftung von Boden gab, was kaputt gemacht wurde, absichtlich auch kaputt gemacht wurde. Allmende, was ist ein Begriff dafür. Und das auch eine der Grundlagen der Entstehung des Kapitalismus war, erstmal die Gemeinwirtschaft kaputt zu machen. Und wenn wir den Kapitalismus abschaffen wollen, dann müssen wir die Idee der Gemeinwirtschaft auch wieder populär machen. Also nicht nur im Bereich Wohnen und nicht nur bei Besitz von Grund und Boden, aber das ist eine der grundlegenden Sachen, wo wir diese Idee populär machen wollen. Und ich glaube, auf diese Grundlagen kann man das auch global diskutieren. Ob jemand in Kalkutta an Wohnungslosigkeit leidet oder in Toronto, dass private Interessen eine gerechte Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum verhindern, das ist für alle klar definierbar und auch erläuterbar und dass man dagegen ankämpfen muss. Okay, also Grund und Boden ist ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte nochmal alle, die jetzt zugucken, einladen, auch gerne Fragen zu stellen in den Chat. Das wird dann über Umwege an uns weitergereicht und ich werde die dann an euch weitergeben. Es gibt ja auch schon eine, die, ja, das gibt es Tipps, wie man spannende Wohnprojekte findet? Also habt ihr da vielleicht irgendwelche Hinweise oder soll ich einfach auf gängige Suchmaschinen verweisen? Na, es gibt einmal Eurotopia, das ist ein Buch, das alle paar Jahre neu aufgelegt wird. Da kann man auf jeden Fall sich darüber einfach mal informieren. Das ist eine Website, eurotopia.de. Dann gibt es das Netzwerk, natürlich Gen Deutschland. Dann gibt es tatsächlich auch städteweise, auch wenn man Berlin schaut, das muss man tatsächlich dann wahrscheinlich jetzt googeln. Also ich wüsste dann eine Website, aber jetzt nicht auswendig. Da findet man relativ schnell auch was. Genau, also da kann man tatsächlich, es gibt relativ viele Webseiten, über die man sich dann informieren kann. Es gibt auch das politische Netzwerk, das heißt kommuja.de. Das sind dann eben Kommunen, die mit gemeinsamer Ökonomie arbeiten. Ja, sowas zum Beispiel. Ganz spannend noch, gerade fällt mir gerade ein, gerade im Berliner Umland gibt es immer mehr auch Gemeinschaftsprojekte. Da gibt es auch eine eigene Website dazu, die ich jetzt auch nicht auswendig weiß, aber gegebenenfalls recherchieren. Berliner Umland gibt es einige Gemeinschaftsprojekte zunehmend.
Das Syndikat hat auch eine Website, wo alle Projekte vorgestellt werden, die es in Deutschland so gibt. Das ist zu finden unter syndikat.org. Ich muss sagen, dass ich kenne mich auf dieser Website, die ich jetzt gerade vorstelle, die habe ich schon lange nicht mehr gesucht, weil ich kenne ja die Projekte, aber es gibt eine, die heißt Plattform-Genossenschaften.ch und das ist ein bisschen der Zusammenschluss der jungen, progressiven Genossenschaften, die es wahrscheinlich mehrheitlich im Raum Zürich gibt. Und dann haben wir auch auf unserer Homepage neustadtschwarz.ch, wenn man ganz runterscrollt, haben wir so ein Banner, wo steht so Projekte mit inhaltlichen Übereinstimmungen. Und da gibt es auch einige von Genossenschaften. Ich glaube, da sind aber auch so solidarische Landwirtschaftsprojekte dabei. Bei uns ist ein bisschen so gemischt. Aber ich denke, auch googeln hilft sicher. Ja, das wäre auch mein Hinweis dazu gewesen. Ansonsten. Projekte gibt es viele, also so ja. Ist es nicht. Und die Seite weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, da gibt es ein paar motivierte Leute, die ja in Deutschland so eine ganze solidarische Landwirtschafts-Homepage mit allen Höfen und so. Aber das geht ja dann Richtung Ernährung und nicht Richtung Wohnen. Aber trotzdem auch spannend. Es hängt ja alles zusammen, wie wir immer wieder feststellen. Genau, hier fehlt sonst noch das Stichwort Immophilien. Also es gibt in Deutschland ein Netzwerk Immophilien. Ich glaube, das kommt von Immobilien von vielen für viele oder sowas. Genau, wo es eben auch um solche Ansätze geht und was versucht, diese Projekte zu vereinen. Das noch als Hinweis. Genau, ich würde noch mal kurz... Gibt es gerade noch Fragen, die ich an euch stellen soll? Oder? Darf ich noch kurz etwas mich Bezug nehmen auf das, was Mary gesagt hat, gerne. Mit dem eurozentrisches Denken und so? Da gebe ich dir natürlich absolut recht und ich glaube, das ist auch eine Gefahr mit diesem, ich sag mal, natürlich stellenweise absolut sehr ernst gemeinten Vorschlag und dann dieses Aufblasen auf die globale Skala, wo wir natürlich auch Gefahr laufen, uns dieser Kritik auszusetzen. Und es ist natürlich auch ja, vielleicht fragwürdig, ob man das tun soll oder nicht. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auch von anderen Regionen und Kontinenten und Ländern lernen. Weil wie du sagst, ich denke, in vielen Fragen sind wir wahrscheinlich hinten rein, respektive haben wir verlernt, wie wir uns selbst organisieren und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist bei all den bunten Zeichnungen und lustigen Comics, die wir zeichnen, doch auch sehr wichtig, mir ein Anliegen, dass ich das auch hier nochmal sagen kann. Es ist aus unserer Perspektive gedacht ein Vorschlag, wie können wir hier in uns, also in der Situation, wo wir leben, etwas anpacken, das vielleicht über unsere Stadtgrenzen hinaus einen positiven Impact hat, oder? Und ja, möchte ich nur noch mal sagen, ich gebe dir absolut recht. Ja. Jetzt kam mir noch eine ganz spannende Frage, wahrscheinlich auch eine, mit der sich Husbil viel beschäftigen muss. Also meint ihr, dass alternative Ansätze, zum Beispiel die Abschaffung von Wohneigentum, wirklich mehrheitsfähig werden und die politische Unterstützung und die Mehrheiten finden werden? Also glaubt ihr, diese Utopien, die wir aufgemacht haben, werden wahr? Ja, das ist über das Problem mit Utopien. Weiß ich jetzt nicht, bin ich jetzt noch, hört ihr mich noch? Okay. Das ist das Problem immer mit Utopien. Wenn man keine hat, weiß man nicht, wo man hin will. Wenn man welche hat, dann wird gefragt, ob das mehrheitsfähig wird. Man muss dafür kämpfen und dafür werben, dass sie mehrheitsfähig wird. Und glaube aber, die werden nur mehrheitsfähig, wenn die Menschen einen Mehrwert für ihr eigenes Leben da drin sehen. Also nicht, weil wir das schön finden und sagen, es soll so und so sein, sondern die muss das Schritt für Schritt erleben, dass ihr Leben besser wird, wenn eine solche Vorstellung umgesetzt wird. Und das ist ein langer Weg dahin. Und wir reden ja über 30 Jahre. Denken wir mal 30 Jahre zurück, was das für Veränderungen im Guten wie im Schlechten gegeben hat in den letzten 30 Jahren. Also ich bin da durchaus optimistisch, dass wir in 30 Jahren vielleicht nicht am Ziel sind, aber durchaus ein ganz großes Stück des Weges hinter uns haben, wenn wir dabei bleiben,
Aber Utopien sind auch nicht dafür da, dass sie hundertprozentig realisiert werden. Utopien sind auch dafür da, dass sie einem eine Zielrichtung geben, wohin man will. Ob man dann zum Ziel kommt, weiß man nicht, aber man weiß dann zumindest, in welche Richtung man gehen sollte. Ja, das passt auch eigentlich ganz gut zu dem fast schon Abschluss, den wir haben. Wir haben nämlich, also ich würde sagen, wir können feststellen, dass wir gar nicht genau eine Utopie alle haben, sie aber irgendwie alle so nebeneinander stehen können und so grob in eine Richtung gehen, weil wir gemeinsam haben, dass mit Wohnraum auf jeden Fall kein Profit gemacht werden sollte und auch nicht mit Eigentum an Grund und Boden. Das geht ja auch noch viel weiter, ne? über Feldwirtschaft, Ernährung und so weiter. Gemeinschaft wird auch hoffentlich 2048 eine größere Rolle spielen als jetzt, ob das jetzt in einem Dorf ist oder in Nachbarschaften, Hausprojekten, wie auch immer. Der Kongress steht ja, wird ja die ersten Tage so die Utopie aufzeigen und die letzten Tage sich eher damit beschäftigen, wie kommen wir eigentlich dahin, was sind die nächsten Schritte. Bea hat es gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber ich möchte die Frage nochmal an alle stellen, was würdet ihr jetzt den ZuschauerInnen noch mit auf den Weg geben, wenn sie selber aktiv werden wollen und bei diesen ganzen großen Anforderungen und ganz großen Themen, die wir uns hier stellen, was wären die nächsten Schritte? Was denkt ihr, ist gut zu tun? Also ich kann gerne anfangen. Also es ist ein bisschen eine vielleicht etwas merkwürdige Frage, aber die ich immer wieder auch mir und anderen stellen, so was macht mich wirklich glücklich? Also was ist tatsächlich das, was mein Leben bereichert? Und es gibt einfach so eine Individualisierung, die stattgefunden hat in den letzten 50, 100 Jahren, sagen wir mal vor allem 50, 70 Jahren. Und tatsächlich macht die an vielen Stellen einfach gar nicht glücklich, sondern es ist das soziale Zusammenhang. Und wir sind eigentlich viel gemeinschaftlicher in vielen Denkweisen, als wir oft von uns so vermuten. Und ich glaube, diesen Teil, was ist wirklich das, was mich bewegt, wo ich Interesse dran habe, den mehr herauszufinden. Also es ist ganz viel Bewusstseinsarbeit und auch sich mal zu trauen, mit Menschen in Kontakt zu gehen, wo man immer denkt, oh Gott, was sind das jetzt für Leute? So, also einfach sich rauszutrauen, eben die Gemeinschaft zu erleben, weil das ist, kann einfach sehr schön sein. Und sich das zu trauen, ist, glaube ich, würde ich einfach mit auf den Weg geben. Ich schließe da vielleicht gleich an. Also da kann ich dir ja nur recht geben. Ja, wo anpacken? Ich glaube auch, Bewusstseinsarbeit ist ein großes Stichwort. Und dann irgendwie, ja, im Alltag. Und ganz wichtig, keine Angst haben, finde ich, keine Angst haben vor dem Scheitern. Also einfach mal sich informieren. Was gibt es für vielleicht, was, wenn du nicht selbst etwas gründen oder weiß ich nicht, was machen möchtest, wo kannst du dich anschließen, welche Themen interessieren dich, auch Thema Ernährung, also gibt es irgendeine solidarische Landwirtschaft, wo du dich anschließen kannst, wo du dein Gemüseabo holen kannst, also ich glaube, es ist wirklich so im ganz Kleinen, kann das passieren und kann man sich engagieren und ich gebe dir auch recht, Christoph, ich finde, nur also für mich, die Arbeit für Neustadt Schweiz, die ich jetzt gemacht habe in den letzten 3 Jahren. Ich finde das immer wieder extrem bereichernd. Also es sind ja da nicht spezifische Projekte, mit denen ich, auf die ich mich über lange Zeit einlasse, aber nur schon die verschiedenen Projekte, die ich kennenlerne, die Menschen, die ich kennenlerne und was für Geschichten die erzählen, das finde ich eigentlich wahnsinnig spannend und bereichernd. Ja, keine Angst haben vor dem Scheitern und einfach anpacken, weil auch Umwege oder Sackgassen sind Lernstücke, oder wenn immer alles reibungslos geht, dann muss man sich vielleicht auch viel zu wenig hinterfragen. Also vielleicht tut das ja auch gut, wenn man mal irgendwo ein bisschen stolpert. Und dann möchte ich noch kurz etwas sagen zu dem, was Rusbe gesagt hat, oder deine Frage, Lina, die Umsetzung der Utopie oder dass sie vielleicht gar nicht immer umgesetzt werden muss. Ich finde das sehr schön, wie du so dieses Thema des positiven Narrativs irgendwie aufgegriffen hast, dass ich auch immer wieder, also sehr eigentlich, so möchte ich an das rangehen, also quasi das Positive in den Vordergrund stellen, nicht mit Verzicht argumentieren, sondern was bringt mir dieser neue Lebensstil und warum soll ich es machen. Trotzdem glaube ich, es ist
glaube ich, dass es ein wahnsinnig ein langer und anstrengender Weg ist. Aber was ich eben auch glaube, ist, dass wenn wir nicht Richtung Utopie gehen, dass wir dann einfach früher oder später Richtung Dystopie gehen und dass dann also wir sind zum Handeln gezwungen. Und im Moment haben wir noch den Luxus, dass wir das so, ich sag mal, freudig machen können. Und lustvoll gestalten können, diese Utopien, die wir haben. Und wenn wir einfach noch weiter warten, wir haben das Wort jetzt hier nicht erwähnt, aber Klima und so, ich meine, irgendwann sind wir einfach gezwungen zum Handeln. Irgendwann ist es einfach, ja, dann werden wir handeln müssen. Und ich hoffe, dass es nicht so weit kommt und dass wir alle mit unseren Vorstellungen von Utopien so etwas dazu beitragen können, zu einem positiven Wandel. Ich schließe mich da an. Also ich würde auch allen empfehlen, immer erstmal das Unmögliche zu verlangen, um dann vielleicht ein bisschen weniger zu bekommen, weil ich denke, dass es nur so geht. Ich würde auch alle ermutigen, die ersten Schritte zu gehen und sich mit ihren Freundinnen und Freunden zu überlegen, wollen wir eigentlich zusammen wohnen und wenn ja, wie und wie wollen wir das dann eigentlich alles machen und einfach da in die Diskussion zu gehen. Es ist immer wieder möglich. Ich habe es auch nicht für möglich gehalten, aber auch in Leipzig entstehen immer wieder neue Projekte. Und dann wäre ein zweiter Schritt, der Stadt so richtig auf die Füße zu treten und zu sagen, bitte, bitte nehmt euer Vorkaufsrecht wahr, wenn irgendwelche Häuser verkauft werden sollen. Das kann die Stadt bei jedem Hausverkauf tun und das sollten einfach alle wissen. Und dann so lange, also es wird vermutlich lange dauern, bis das passiert. Aber das wäre ein Weg, wie auch Häuser ziemlich schnell auch in kommunales Eigentum wieder überführt werden können und dann wieder an Gruppen zurückgegeben werden könnten. Das wäre ein möglicher Schritt, den ich gerne ermutigen würde zu gehen. So politischen Druck auch machen, oder? Weil ich sage mal, ja, das Klima ist nicht allzu schlecht. Ja, ich denke, es geht nur, es geht, also das Politische ist auf jeden Fall ein wichtiger Hebel, da anzusetzen. Und da gibt es viele Instrumente, die einfach schon da sind, die wir einfach nutzen können. Und das finde ich auch wichtig, was du angesprochen hast, wenn man sich dann eben als Gruppe organisiert, dann ist man plötzlich auch ein ernstzunehmende Ansprechpartnerin für die Stadt oder für die Politik oder wer auch immer. Und das, glaube ich, da sind schon viele Erfolgsgeschichten im Kleinen wie im Großen passiert. Mhm. Einfach über Initiative organisieren und machen. Und Zusammenschluss und Gemeinschaft. Ja. Genau, ja, das geht alleine nicht. Da gebe ich auch Christoph recht. Das meiste wurde gesagt, kann ich nur zustimmen. Ich habe nur zwei Punkte. Kein Schritt ist zu klein. Jeder muss wissen, wie viel Zeit, Ressourcen er oder sie investieren will. Aber es ist kein Schritt zu klein. Die müssen ja nicht alle Superaktivisten werden. Und das Zweite ist, dass wir daran denken sollten, dass nichts von den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gesetzen, die es gibt und Konventionen, naturgesetzlich sind. Die können alle geändert werden. Weder Eigentumsverhältnisse noch Wohnformen noch andere Gesetze sind Gesetze der Physik oder der Chemie, was man so einfach nicht ändern kann, sondern sind von Menschen gemacht und können auch von Menschen verändert werden, gemeinschaftlich verändert werden. Aber das müssen wir auch immer wieder auch und ins Gedächtnis rufen, wenn wir dann verzweifelt sind, weil wir da einen Schritt nicht weiterkommen oder denken, das und jenes kann man nicht ändern. Das kann man wirklich alles ändern. Danke euch allen nochmal für die sehr motivierenden Worte am Ende. Genau, ich denke auch, es lohnt sich, aktiv zu bleiben und zu werden. Wir werden uns ja vielleicht einfach 2048 hier wieder treffen und ja, Corona ist dann hoffentlich vorbei. Das heißt, wir können uns dann vielleicht sogar auch offline treffen und uns austauschen darüber, was von unseren Utopien umgesetzt werden konnte und was dann doch noch ein bisschen länger braucht. Aber ich bin auch ganz optimistisch. Vielen Dank für die spannende Diskussion. Es hat mir total Spaß gemacht. Und danke auch an die Leute im Publikum, wo auch immer sie sitzen. Auch von denen soll ich an euch nochmal Danke sagen. Das kam mir durch den Chat. Und ja, ich wünsche euch noch aufregende Kongresstage, wenn ihr noch weiter teilnehmt. Ich wünsche euch viel Erfolg und Glück für eure Projekte. Hoffe natürlich, dass die Deutsche Wohnen schnellstmöglichst enteignet wird und alle anderen Immobilienriesen auch und wir sie dann alle irgendwie, wie auch immer, selbst verwalten. Und danke euch und bis bald. Danke auch. Alles Gute allen. Danke, alles Gute. Danke. Ciao.
Tschüss.